Sie gerne ins Theater? Komm. Gib dir keine Mühe. Und ich habe versucht, vorhin ein Interview mit dir zu machen. Ich habe ihr die gleichen Fragen gestellt, die sie an mich gerichtet hat. Sie hat keine einzige beantwortet. Ich habe sie alle beantwortet. Keine einzige. Antworten gibt heute in ORF 2 Publikumsliebling Maria Schell. Sie erzählt, warum sie nach 12 Jahren auf die Bühne zurückkehrt und dass die scheinbar kleinen Dinge in ihrem Leben große Bedeutung erlangt haben. Für mich sind heute Kinderaugen, das ist das Schönste. Blumen, dieses zauberhaften Röslein hier, alles, der Himmel, die Wolken, die Stadt Wien, in der ich geboren bin, alles ist grenzt ans wirklich Wunderbare. Ich glaube, das Paradies ist hier. Das Serienparadies von St. Benedikt wird in ORF 1 von einem handfesten Skandal erschüttert. Sieht sich doch niemand geringerer als der Bürgermeister persönlich massiven Vorwürfen ausgesetzt. Sie sollen Ausländer schwarz beschäftigen. Das hätte man von Franz Xaver nicht gedacht. Jetzt hat's ihn erwischt. Jetzt ist er erledigt, der gnädige Herr. Du musst ihm helfen. Der Inlandsreport in ORF 2 stellt die Frage nach der Zukunft der Auer. Zum umstrittenen Projekt Alcazar meldet sich sowohl Vorstand als auch Betriebsrat zu Wort. Ich glaube einfach, dass Alcazar etwas ist, was dieser Vorstand seit Monaten versucht und was nie zustande kommen wird. Am kommenden Wochenende finden die Endverhandlungen mit Alcazar, also KLM, SAS und Swissair statt. Ob Alcazar zu tragen kommt oder nicht. Der Brand einer Erdölquelle sorgt für Hochspannung in ORF 1. Im Mittelpunkt eines Remakes des Kinoklassikers Lungen der Angst steht ein Transport mit hochexplosiver Fracht. Es gibt nur eine Methode, ein so großes Feuer auszulösen. Sprengstoff, Nitroglycerin. Wenn Sie diese Kisten nur leicht anstoßen, explodieren sie. Sie nur nach draußen zu tragen, ist schon gefährlich. Es sei denn, ein Selbstmordkandidat steigt zur Derladung in die Kiste. Ein Mann mit Mut in den Knochen kann euer Land und euer Dorf retten. Soweit einige Tipps aus unserem heutigen Programmangebot, das wir Ihnen jetzt noch auf einen Blick zeigen. Wäre dieser Tage 75 Jahre alt geworden. Dreisat gedenkt der Erotikgöttin mit den filmischen Höhepunkten ihres Schaffens. Den Sprung ins Krimi-Genre wagte die gefeierte Diva an der Seite von Regisseur Orson Welles. $5,000. Für nichts weiter als einen kleinen Mord. Oh. Die Lady von Shanghai. Sagen Sie, Michael, was wissen Sie eigentlich von der Welt? Durch Sie werde ich mein Wissen vervollständigen. Heute, 22.35 Uhr in Dreisat. Geschick und Charme bringen sie nicht immer unter einen Hut, die liebenswerten Ganoven. Demnächst im ORF. Die schwarzen Ritter wollen das Gold der Legoburg erobern. Werden sie über die Ritter des Drachen siegen? Über Merlin, den mächtigen Zauberer und seine Geheimwaffe? Nur zwei. Nur einer sieht den sagenhaften Schatz. Oh, seht Merlin und sein Drache! Der neue Lego Adventkalender ist da. Überall, wo es Lego gibt. Unser Opa mit den Kindern auf Expedition im dunkelsten Afrika. Aber wenn ich Toffifee ins Spiel bringe, dann kommen sie sofort zurück nach Hause. Toffifee, das ist zartes Karamell mit Haselnuss-Nougat-Creme und Schokolade. Es steckt viel Spaß in Toffifee, viel Spaß in Toffifee. Danke, herzlich willkommen bei Made in Austria. Ich habe mich heute versucht, unserem Dekor anzupassen. Rot, weiß, rot, es ist mir fast gelungen.